Hallo, da bin ich wieder, Ihre Olga. Ich mache heute einen leckeren Rotkohlsalat. In unserer Familie essen sie sehr gerne. Also dazu brauchen wir erstmal einen Rotkohl, Mayonnaise, Creme fraiche, Salz, Gewürze nach Geschmack, etwas Knoblauch und Essig, 7 Kräuter. So, als allererstes werde ich erstmal den Kohl schälen. Schneide ich ihn in zwei Hälften. Also heute nehme ich nur eine Hälfte, die andere Hälfte werde ich beim nächsten Mal benutzen. Danach werde ich erstmal raspeln. So, ich nehme mir so eine Reibe. So, wer keine hat, kann sie auch wahrscheinlich fein schneiden. Schneiden den Kern. Den brauchen wir nicht. Also so eine Reibe kann man kaufen eigentlich oder bestellen bei, in irgendeinem Katalog, bei Bauer kann man gucken, gibt es hier auch. Etwas vorsichtig sein, damit man sich nicht schneidet. So. Jetzt tue ich etwas Essig rein. Ein Esslöffel müsste reichen, ja, kann man noch etwas. Salzen. Ja, schöne Handvoll. Jetzt richtig durchkneten, damit der Kohl seinen Saft abgibt. Dadurch wird das auch weicher.
so. Jetzt kann das etwas stehen. In der Zwischenzeit mache ich die Soße dazu. So, es geht weiter. Jetzt mache ich erstmal die Soße dazu. Ich nehme mir so eine Mayonnaise. Man kann, jeder muss für sich selber wissen, was, welche Mayonnaise er nimmt. Ist noch zu. Man kann auch Schmand nehmen. So, etwas Pfeffer. Auch nach Geschmack. Italienische Kräuter. Durchmischen. Wer mag, kann noch etwas Knoblauch dazu tun. Also ich mag es ein bisschen mit Knoblauch, aber nicht viel. Ganz wenig. Halbe Zehe reicht. Nur für den Geschmack. So, ich muss erstmal hier sauber machen. So, ich schneide es jetzt ganz fein. Wer eine Knoblauchpresse hat, kann es auch machen. Ich habe keine, mache ich halt mit der Hand. Gebe ich auch dazu. Salzen werde ich es nicht, weil ich habe jetzt den Kohl schon gesalzen. Ich werde nachher einfach probieren, ob es genug ist. So, das Ganze kommt jetzt hier da rein. So, mischen es richtig durch. So. Kann ein paar Minuten stehen, ziehen lassen und dann ist er fertig. So, ich probiere erstmal den Salat. Ja, gut, aber für meinen Geschmack tue ich noch etwas Creme Fraiche rein.
So. Mein Salat ist fertig. Ich tue jetzt einfach. So, mein Rotkohlsalat ist fertig, der ist schnell gemacht und ist sehr gesund.